Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Kirche und der drohende Untergang Europas. Der drohende, keineswegs der gewisse Untergang Europas. Und ich möchte vorausschicken, weil viele das missverstehen, wenn wir den Patienten Europa diagnostizieren, also untersuchen und den Befund erstellen, dann heißt das nicht, dass wir behaupten, die Menschen heute seien ganz besonders schlecht, schlechter als die Menschen früher. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass sie bedroht sind. Und inwiefern, das wollen wir behandeln. Auch diese Behandlung von der Kanzel her in diesem Raum und in dieser Stunde kann nur in Andeutungen bestehen. Sehen Sie, wir dürfen eins nicht vergessen. Christus ist gekommen, zu wecken die rettende Entscheidung der Guten. Und dadurch, dass er gekommen ist, dass er sein Wort sagt, dass er seine Geheimnisse unter uns verwirklicht, wird das Gute in uns geweckt, im Maße der Deutlichkeit, wie das Wort gesagt wird, und das Geheimnis vor uns aufragt. Böse und Gute werden geschieden. Das Gericht ereignet sich, denn sein Wort ist wie ein scharfes Schwert. Aber Christus ist nicht gekommen, die Menschheit zu bessern. Das ist ein verbreiteter Irrtum. Die Menschheit hat sich selbstverständlich nicht gebessert und nicht verschlechtert. Sie ist aufs Ganze so geblieben, in moralischer Hinsicht, wie sie ist. Und darum ist auch die, wie sie eh und je war, darum ist auch die Feststellung müßig, die da sagt, jetzt haben wir schon 2000 Jahre Christentum und die Menschen sind immer noch nicht besser geworden. Selbstverständlich sind sie es nicht. Und das Erlösungswerk des Christus besteht auch nicht in dieser Illusion, die Menschen voranzutreiben auf der ganzen Breite und einen großen Menschheitsfortschritt zu inszenieren und zu initiieren. Das mit dem Menschheitsfortschritt ist eine Illusion, die aus der Windrichtung des Fürsten der Welt kommt. Wir glauben nicht an den Fortschritt der Menschheit, sondern wir glauben an das große Glück, das wir haben, weil wir Ja sagen können zu dem überwältigenden Angebot seiner Liebe. Und dieses Ja kann nur der Einzelne sagen. Der freie Wille ist immer der freie Wille des Einzelnen. Es gibt keinen Gruppenwillen. Aber nun, was ist geschehen? Warum droht Europa der Untergang? Warum überhaupt haben wir Europa so stark im Visier? Haben sich die ganzen Schwerpunkte nicht verschoben? Ist nicht Europa unwichtig geworden? Werden die Entscheidungen nicht woanders gefällt? Nein. Zwar sind die politischen Machtgewichte verschoben, aber geistig ist Europa und momentan Westeuropa und darinnen ganz besonders Deutschland und Frankreich höchst erheblich und ausschlaggebend für das geistige Schicksal der Welt. Europa ist immer noch Mitte und von höchst kritischer und dramatischer Bedeutung. Von Europa sind die großen, die größten geistigen Bewegungen ausgegangen des Christentums und die Bewegungen, die das Christentum adventlich vorbereiteten. Und von Europa sind ausgegangen die verheerenden, teuflischen
Weltanschauungen, die den Menschen zu vernichten drohen. Wie sieht es aus? Ich wiederhole hier einiges. Zunächst einmal Punkt 1, die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Was sich da ereignet hat, kann gar nicht hoch genug bewertet werden in seiner dämonischen, zerstörerischen Bedeutung, zugleich in seiner Chance. Auf die Chance werde ich noch zu sprechen kommen. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts brach die moderne Technik in die Erdmenschheit ein, zuvörderst in Europa. Die moderne Technik ist ohne jede Parallele in der bekannten Menschheitsgeschichte. Nicht etwa das Ergebnis einer jahrtausendelangen Entwicklung. Jahrtausendelang, über alle bekannten Zeiten der Geschichte hinweg, hat sich gar kein technischer Fortschritt ereignet. In einzelnen Kulturkreisen relative technische Errungenschaften, aber im Großen und Ganzen kein mit dem heutigen Fortschritt der Technik auch nur entfernt vergleichbarer Vorgang. Das ist von gar nicht abzusehender Bedeutung. Was heißt überhaupt technischer Fortschritt? Es heißt, die Instrumente, deren sich der Mensch bedienen kann, wachsen, vervielfältigen sich. Und wir wissen, dass diese Vervielfältigung der Mittel in geometrischer Reihe, in geometrischer Beschleunigung sich vollzogen hat. Rasant, atemberaubend, schauererregend, geradezu gespenstisch. Die Mittel und die Eindrücke, die auf den Menschen einstürmen. Je mehr Mittel aber dem Menschen zur Verfügung stehen, umso mehr muss der Mensch wissen, wer er ist. Denn diese Mittel sollen ja ihm dienen, seinem Wesen, nicht seinem Wunsch. Es ist eine Folge des Sündenfalles, dass bei uns Wunsch und Wohl oft kollidieren und im Widerspruch zueinander stehen. Wir gebrauchen die technischen Mittel zur Befriedigung unserer Wünsche auf Kosten unseres Wohls. Was ist Wohl? Das, was dem Wesen gemäß ist. Je mehr ich also bedrängt werde von Angeboten, umso wacher muss ich wissen, wer ich bin, was mein Wesen ist. Und in der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat der Mensch in Europa weniger gewusst als zuvor. Vor allem, wenn man das hohe Mittelalter zum Vergleich nimmt. Weniger als zuvor, viel weniger, wer er wesenhaft ist. Er war also unvorbereitet diesem Ansturm gegenüber. Es fehlten in diesem Zeichen die Eliten. Diejenigen, die das geistige Gebaren der Menschheit prägen, führungslos wankte die europäische Menschheit dahin. Und in diese flatternde Ungewissheit brach gerade das ein, von dem es heißt, ehe du einen Schritt vorwärts tust, in der Entfaltung der äußeren Welt musst du zuvor zwei Schritte tun in der Entfaltung der inneren Welt. In der Weckung des geistigen Bewusstseins. Geist darf man nicht verwechseln mit Verstand. Geistiges Bewusstsein heißt Wesensbewusstsein. Und damit war es sehr, sehr schlecht bestellt. Und das ist selbstverständlich immer weiter abgesunken. Im selben Maße abgesunken, obwohl es hätte wachsen müssen, wie die moderne Technik
anschwoll. Der Menschengeist ist dazu da, die sich ihm darbietende Vielheit im Zeichen der Einheit zu bewältigen und zu bannen. Diese Bannkraft des Geistes ist schwächer geworden. Die Vielheit dessen, was auf uns einstürmt und uns bedrängt, größer. Daher zappelt der Mensch in seiner Seele. Er ist krank. Die Couchs der Psychiater, die Sprechzimmer der Psychotherapeuten häufen sich. Der kranke Mensch Europas. Aus dieser Krankheit erfolgt das völlig gestörte bis zerstörte Verhältnis zu dem, was wir Moral nennen.